bin Frieda von den Jungen Festivalbürgern und ich habe heute den finnischen Film Girls, Girls, Girls geguckt. Muistatko silloin lapsena, kun sä kuivarukkasit ekaa kertaa tyynyä? Ja sit sä olit silleen, että mitä helvettiä, että onko tää se, mistä kaikki puhuu? Joo. Mä pelkään, että mä en ikin tunne sitä, mitä kaikki muut tuntee. Mitä se on? Haluaa olla niin lähellä jotain ihmistä, että ees riitä, että ihat koskettaa, että... Do you wanna mango with me? In diesem Film geht es um die drei jungen Frauen, Rönke, Mimi und Emma, die gerade noch dabei sind, erwachsen zu werden, sich selbst zu finden und auch ihre Sexualität zu finden. Mimi und Emma verlieben sich dann auch und führen dann auch eine Beziehung und diese geht dann auf und ab. Der ganze Film spielt über 3 Wochen, also immer an 3 Freitagen. Und in diesen 3 Wochen trainiert Emma für die Europameisterschaften im Eiskunstlaufen. Denn diese Sportart ist ihre Leidenschaft schon ihr ganzes Leben lang. Und im Moment hat sie ein bisschen Stress dabei, denn sie kann einen ganz bestimmten Sprung nicht machen. Sie hat den verlernt und stresst sich ein bisschen dabei, den wieder zu lernen. Das coolste Butter. Rönke und Memme waren davor schon beste Freunde. Und Rönke hat im Moment ein bisschen Probleme herauszufinden, was sie beim Geschlechtsverkehr gerne mag und was nicht und wie sie es richtig empfinden kann. Und Mimi hat ein paar Aggressionsprobleme, die sie manchmal nicht richtig unter Kontrolle halten kann, aber Rönke steht ihr immer bei. Besonders gut an dem Film fand ich erstmal die Einteilung der Musik. Es hat nämlich sehr lange, also bei ganz vielen Szenen im Film, hat gar keine Musik im Hintergrund gespielt. Nur bei so sehr emotionalen, glücklichen oder auch romantischen Szenen war dann ziemlich laute Musik im Hintergrund. Und ich fand auch die Kameraführung sehr gut, denn so konnte man sich als Zuschauer sehr gut in die Gefühle und in die Perspektive von den Charakteren der Geschichte hineinversetzen. Generell würde ich den Film so ab 13, 14 Jahren empfehlen, da es sein könnte, dass Jüngere noch nicht so richtig verstehen können, worum es jetzt genau geht und was deren einzelnes Problem jetzt eigentlich ist.